Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mass Effect, dem nächsten für dieser scheiß VW-Cluster. Ich hasse dieses Minispiel so sehr. Ja, da tötet dann natürlich fast. Komm, ey, aber ich kann. Ich will mich schon nicht mal mehr drüber aufregen. Diese random generierte Scheiße hier, über die kann ich mich auch schon gar nicht mehr aufregen. Das ist somit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Wenn ich mir über etwas nicht mehr aufregen kann, dann ist es echt unten durch bei mir. Und langsam, aber sicher, weiß ich schon wieder, warum ich den ersten Teil nie komplett, also nie alles gemacht habe. Dann wirklich immer nur die Hauptmission. Weil die Nebenmissionen halt echt einfach nur Bullshit sind. Wobei, die Mission hier habe ich auch gemacht, weil. Ja, hauptsächlich deswegen, weil ich auf den Mond wollte. Also die Schlawenzeln schon wieder hier so am Boden rum. Naja, als sie am Boden rumbangen, bringt das nichts gegen die. Barrierefelder, was willst du von mir? Also echt. Aber das Gift ganz schlimmer. Dass es mir permanent selbst in die Luft springt, der Scheiße. Ja, komm. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das hasse wie die Pest? Dass du sich, sobald du Waffen in der Hand hast, wirklich an jede einzelne Fläche, die du nur irgendwie berührst, direkt ranlehnt. Ja gut, das Folter- und Kampfsystem des ersten Teils ist scheiße. Es ist halt einfach so. Oh, guck mal. Ah, zweiter Cluster offline. Raus hier. Ob in den dritten Cluster. Dun 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 dun. Ja. Weil wir ja nicht sprinten können, fahren wir da mit dem Auto hin, die 5 Meter. So, erstmal speichern, darf ich natürlich nicht. Dafür ist hier in der Tür drin dann. Ach, in alle Bunkeranlagen. Ja, dann ist ja das.
Das ist das blöde Giftgas an jeden einzelnen Bunker. Das würde auch die grüne Anzeige erklären, tatsächlich. Und das würde auch erklären, warum jetzt ein Helm auf war plötzlich. Mal raten. Na, gewundert, wenn nicht. Ja. Jetzt können sie, wollen sie schon nicht mehr fliegen, jetzt haben wir gar Bock mehr. Jetzt wabert ihr wieder so rum hier. Und stürmen wie jede normale KI. Ach du Scheiße! Alter! Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Schön ist, ich darf ja nicht immer da speichern, wo ich will. Schnellspeichern funktioniert das sowieso nicht. Zwei von drei Fähigkeiten bringen einfach nichts. Warum stürmen diese scheiß Drohnen? Stürmen denn, warum schummern die über den Boden? Mir geht's gut. Vor allem diese Energieschilder hier, die sind auch super. Und das Anlehnen ist auch so richtig super. Da kommt mal die Freude aus dem Arsch. Speicher doch irgendwo, Mann! Na, endlich! Mann! Was, wofür ist der Quicksave, wenn es ja nicht mal funktioniert? Außer wenn das Spiel es will. Dass ich diese scheiß Funktion eh gleich sparen können. Nee, das ist nicht verbuggt, der soll so. Das ist nicht verbuggt, das soll so. Wenn ich es euch sage, das soll so sein, das ist nicht verbuggt.
Ach, die Stadt, wenn die Energie aus ist, dann schaltet sich ja die Scheißschilde ab. Außer hier wahrscheinlich. Natürlich. Wahrscheinlich ist das da nur Ausgang, weil es in die Luft geflogen ist. Das ist jetzt sehr als Zahn. Gut, dass wir den hier als letztes mal. Im Zweifel ist es dann fertig mit dem Drohnenkennerbau aus. Aber schon mal erwähnt, dass ich das mit dem Überhitzen richtig gern hab. Aber das fällt ja auch wieder unter Kampfsystem. Da hinten ist eine Raketendrohne. Der brauchst du das einmal treffen, wir sind alle tot. Das Medium bringt heute nichts. Schon erwähnt, das soll so. Schau nicht so blöd, das soll echt so. Das soll auch so. Spezialisierungsklasse. Basisklassen. Andringer Basisklasse werden auf ihre Spezialisierungsklasse übertragen. Rufen Sie den Squad-Bildschirm auf, um zu sehen, welche Boni Sie mit jedem Rang Ihrer Spezialisierungsklasse erhalten. Tatsächlich, das kenne ich nicht. Was ist das? Passion. Das werden wir verwenden. Bastionen verwenden Biotiken und Verteidigung oder um Gegner zu immobilisieren. Nee. Der Nemesis! Erkennt ihr doch! Nemesis ist ein Biotik-Spezialist, der Masseneffektfelder nutzt, um Gegner schweren Schaden zuzufügen. Jo, das ist mein Job hier. Nemesis. Das ist es. Alle nehmen. Squad. Ja. Ah, warte mal. Hier, Nemesis. Was macht das? Erhöht Dauer oder erhöht Dauer oder Schaden. Erhöht Stärke und Schaden verwerfen. Einfach bessere Biotik. Okay, nachher wechseln wir das hier und dann machen wir mal den Warp hier, weil das Ding ist auch nicht schlecht. Zumindest wenn die Gegner sich verbunkern. Okay. Rex. Dali. Die kriegen keine zusätzlichen, keine Klassen, oder? Guck mal nicht so vor. Na egal. Universalgel. Universalgel. Und wie viele kriege ich denn noch von den Pistolen? Hast du es jetzt endlich mal mit deiner Rumtuerei hier? So. Universalgel. Biotikverstärker, Pistolen. Schrottguns. Aber einfach mal alle das Beste, wo ich gefunden habe, ausgerüstet, einfach auch, wenn wir es gar nicht verwenden können, einfach weil wir es können. Ja. Oh, nice.
Sturmiger Raptor. Was ist hier uns denn Stufe? 33. Was ist. Aha. Hohe Präzisionseinstufung. Ungewöhnlich. Aber zielen darf er ja trotzdem nie damit, ne? Wow, das ist ja. Huh, das ist schon fast Shotgun-Präzision, ne? Das ist doch so lächerlich, ne? Egal. Das zählt auch wieder unter Kampfsystem. Aber das haben wir alles dann hinter uns. Mit dem zweiten Teil haben wir das dann alles hinter uns. Im dritten ist es dann. Da sind wieder ein paar mehr Rollenspielelemente dabei, aber an sich, das was es im ersten Teil gibt, das ist einmalig, sagen wir mal. Und zwar alles. Manche kannst du als schlecht bezeichnen, manche ist es gut. Auf jeden Fall, so wie der erste Teil ist, ist keiner da unter Baden mehr und der vierte, weiß ich nicht. Also das Kampfsystem hoffentlich wird nicht übernommen. Also wird übernommen, hoffentlich vom dritten jetzt. Oder vom zweiten wieder. 100%. Ja, egal. Wobei, eher das vom dritten, weil da gibt es dann endlich mal Nahkampf auch an Anständigen. Ah, Luna, raus hier. Sind wir doch fertig und dann machen wir den Asteroiden dann. Nächste Folge. Weil. Das kriege ich die Folge nicht mehr hin und das da die Vermutung hat, dass bei 30 Minuten abschmiert. Selbst wenn ich es machen würde, ja, es muss ich nur überprüfen, wie das ist. Ob das an der Länge liegt oder an, keine Ahnung. So. 6. Speiern. Bin jetzt neuer Nemesis. Experte. Die Maus war doch schon wieder. Ich verstehe ja nicht, wo das herkommt. Wieso? Egal. Asteroid X57. Was wir genau auf dem Planeten. Auf dem Planeten. Auf dem Asteroiden machen. Steht wahrscheinlich eh da, aber machen wir dann nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.